Geht los. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf den Kanal Erklärungs- und ja, es geht voll jetzt los. Geht los. Electrician Simulator First Shock. Mit mir den Glockentragen heute auch, wieder dem Harledin. Harledin ist am Start, tak, wenn es um kurze Leitung geht. Bin das im Hintergrund sieht mir übrigens aus, genau wie Phasmophobia, die Bude, möchte ich gerade mal bloß sagen. Die gleiche Tür, das Becken, das ist eigentlich eins zu eins. Hab ich ja gesagt, das ist ja aus Phasmophobia, bloß als Elektriker. Naja, man muss ja auch mal ein bisschen so einen Zweitjob annehmen, weil Gasterjagen bringt es nicht. So ist Dauer. Es. So ist es. Müssen wir einmal ein bisschen Elektriker machen. Und so. Ob du den Herzinfarkt kriegst durch Elektroschock oder Dings. Oder vielleicht beleben wir ja auch das wieder ein bisschen. Vielleicht wirkt es ja auch belebend. So, thank you for coming. I see you already to start your journey as a real electrician. Ja, ich bin ready dafür. Danke fürs Kommen und auf Wiedersehen. For now, I need help with some small tasks in your regular customer's houses if you need instruction first. Okay, then. Okay, was sollen wir machen? Sell some items. Wir sollen also Sachen verkaufen. In the top of the left corner with the red. Mit der roten Hose. You can sue your current task and jobs. Okay, wir sehen links unsere Jobs. Wir sollen selling garbage in this garage, also wir sollen Schrott verkaufen. Klassiker. Und oben haben wir. Oh, the top, you can see a compass. Okay, wir haben einen Kompass und sellable items. Rechts haben wir unsere Dollar, die Zeit und unsere Reputation, also wie wir dastehen. Reputation. Okay. Total gut. Oh, sieht eigentlich ganz geil aus. Jo. Alles halt auch immer so klassisch, Leute, schreibt's mal rein. Das ist auch so klassisch Simulator, ne? Erstmal muss ja deine scheiß Bude aufräumen. Ich weiß nicht, was die mal alle machen. Das sieht aber echt genau so aus, wie. Also wirklich. Ja. Wenn du jetzt noch so einen Korb an der Wand hast, das ist der absolute. Hat doch bestimmt jemand was abgeguckt hier. Wasserrohre, ja. Wasserrohre, brauchst du mal. Okay, jetzt verkauft das Ding. Scheiß Ding. Raus mit die Platten. Krieg ich Krebs, wenn ich das sehe hier. Bitte. Ja, wahrlich. Der Hocker kommt weg. Gut, halt nicht. Na, du räumst jetzt die Bude aus, ne? Verkaufst alles und dann wird es dem Raum von Phasmophobia. So sieht's dann aus, wenn alles verkauft wird. So sieht's aus. Haben's geschafft. Great. Unsere Garage ist sauber. Mein Laptop und wir sollen ein Laptop. Lappidoppi. Passwort. Passwort. Oh Gott. Muss eins eingeben oder Konform muss eins machen? Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Oder musst du das finden? Anscheinend. Achso, ich dachte. Achso, okay. Tab. Steht da oben, ne? Oder mach ich das eigentlich? Tab, da wird's immer knapp. Ach da! Da steht's doch, oder? Oh Gott, ich kann nicht ranzoomen. Ah ja. Sometimes you need to press to interact. Sometimes you need to press interacted. Okay, sorry. Alter, ich. Passwort on the back. 3375, alles klar. 3375. So. Darkness in the bathroom. Mach mal. Wir akzepten. Hä? Ja. Gut. Super. Ein Screwdriver nehmen wir mit. Screwdriver. Brauchen wir. Klingt immer so brutal, dann ist es bloß ein Schraubenzieher. Ne? Gut. Ja, haben wir. Ist ja okay. Escape. Leave the office. Achso, jetzt hier. Go to the job. Jetzt hier geht's ab. Leave doch mal the office. Und wir machen fort. Es geht raus. Ich mach mal raus aus Sachsen. Ich mach nach Dresden. Your first mission. Here you go. It's your first electrician job. But first go to the fuse box. Okay, also die, wir sollen die Sicherung. Alter. Wir sollen die Sicherung rausdrehen. Raus, okay. Door closed, Junge. Here's the fuse box. Remember. Naja, das ist ja klar. So. Das ist ja klar. Wir machen hier das Elektriker aus, muss aber wissen. Wir machen hier das Licht aus.
Geht ja das Licht aus, Jungs. Das ist klammert los. Alter Schwede, ja, ist ja gut. So! Fix the light switch. Haben wir doch eine andere Fusebox gemacht? Ja, cool. Okay, wo haben wir denn hier? Dort los. Ja. Mal rein hier. Wäre echt krass, dass wir zu viel erstmal hier in der Bude machen müssen. Oh ja. Du bist quasi Elektriker angestellt und musst deine eigene Bude reparieren. Das ist natürlich auch geil. Nee, ich bin jetzt bei jemand anders. Aber. So, okay. Double Outlet, EU. Okay, ich soll checken. Check nochmal jetzt. Okay. Ach du Heilige. Das wird interessant. Ach du Scheiße. Okay. Ja, alles kein Problem, würde ich sagen. Check nochmal. Sieht's okay aus? Nee. Okay, das ist auch ein bisschen. Ach du Scheiße. Okay. Das ist schon krass. Kannst du nicht mal wieder drehen? Ah, danke. Oh ja, das kaputte Ding. Ja. Sehe ich schon. Kabel kaputt. Ja. Durchgefressen. War der Maus dran, ich sehe es. L3? Wirst du die mal zusammenstecken? Was L1. Da kann man leider noch einen Fahrwassermolator spielen. Warte mal. Alter. Das sind mal die Simulatoren, da musst du mal schon ganz schöne Knöpfe-Kombinationen drücken, damit du irgendwas machen kannst, ja. Was ich dir wissen, ob ach, L3 oder L1 ist. Woher soll ich das wissen? Hä? Warte mal, zeig mal. Wo das rein muss oder was? Ja. Na, das muss. Weil das noch sind. Das sind rechts. Vier Dinger. Und es sind zwei oh. Kabel. Ja, aber. Hä? Vier Dinger? Ich sehe bloß zwei. Da oben müssen die rein oder was? Ne, das weiß ich ja nicht. Aber anscheinend, nee. Ja. Da oben ist der Ausrufezeichen, klar. Du musst. Ach so, okay. Also ich das wissen. Dann müssen sie dort rein anscheinend. Aber wo? Move the screw first. Okay, das verstehe ich auch nicht. Ah, okay. Da ist Strom. Achso, okay, da ist Strom. Das andere ist die Masse. Mach zu, das Ding. Okay, du kannst es schon. Okay, boah. Dann rein mit dem Knips. Alter, geil, alles kaputt sein nach Scheißbude, ja. Söldner Rotz. Ist direkt verkaufen, die Kackbude, ja. Return. Ja. Oh, Licht okay. An, ja. Das hat man. Bleib Steckdosen. Nee. So. Okay, wat? Turn to switch. Na, ja, muss man schon testen, ob es Licht ja, an. Ja, na, gucken wir mal. Oh, an die Bude. Da ja, waren wirklich kleine Fahrwasser drauf spielen müssen. Bude abgebrannt ist. Alter. Okay. Ist das ein VR-Spiel? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. You have all completed all tasks. Go to the door to exit location. Okay. Dann machen wir das halt. Gut, ist halt typisch, okay. Aber ja, aber freut sich, dass das Licht wieder angeht. Ein Bad hier. Schön im Bad. Kannst du schon wieder noch Zusatzaufgaben machen und so einen Scheiß, ne? Denke ich mal. Super, der alte Mann freut sich. Aber ist froh. Lebby Dobby. Oh ja, gibt's einen Controller. Batterie in meinen Controller. Ja, da fiel das machen wir. Das machen wir exakt. Das fühle ich, da bin ich dabei. Okay, das ist ein bisschen traurig, ja? Dass man Batterien in den sauren Controller stecken kann, aber gut. Workbench mischen. Oder Batterien mitnehmen. Ich sehe es doch gleich. Okay, wir brauchen was? Eine Werkbank.
Also doch dort stehen. Okay. Geil. Ja, na dann. Machen wir das Ding aus. Lass mal. Batterie neu pimmeln. Mensch, Lerner, das müssen wir auch nicht mal können. Geil, ja, Alter, guter, Alter. Gut, Dinger. War noch unser Stauber. Naja, gut, ja, vielleicht auch nicht, aber. So, ja, ist ja schön. Und? Ja, Batterien rein. Jetzt, meine Fresse. Mach auf den Controller. Also, muss man jetzt mal kurz dazu sagen, liebe Leute, es ist sehr interessant, dass dieser alte Controller Batterien hat. Also, Kabel tauschen, lieber Entwickler, wäre besser gewesen, weil, ja. Aber cool, dass du das so alles auseinandernehmen kannst, ne? Irgendwie lustig, ja. Finde ich. Durch ein bisschen anstrengend, aber... Alter. So, haben wir denn einen Ersatz-Akku? Power-Plug. Ist alles da, einmal jetzt da. Bist du von Elektriker? Controller, Replace. Yes. Hä? Ach, hier siehst du was Gutes? Ja, genau. Okay. Da ist Unknown, also unbekannt. Ganz oben. Ja, genau. Was ist das noch unbekannt? Da hast du wahrscheinlich irgendwas noch nicht auseinandergenommen. Abgepimmelt. Jetzt bist du schon gefahren, Elektriker. Aber ein paar Batterien tauschen. Wozu bezahle ich dich, ne? Das ist eine gute Frage. Aber wie gesagt, die Oldschool-Batterien sind wahrscheinlich ein bisschen spezieller als die neuen, ne? So, jetzt muss ich hier. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Gut. Das muss da aber auch wollen, sowas hier, also. Naja, das ist halt. Aber krass, so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Ah, locker, aber lockig. Ist halt immer heftig, was für Simulatoren gibt, ne? Was die für Ideen haben, ne? Fix the outlet, fix another outlet and another outlet, was? Mach mal einfach. Fix doch mal jetzt. Screwdriver haben wir doch. Gut. In Ordnung. Naja, ist halt noch gut, Madame. Wir liefen der Office. Es geht los jetzt, ja. Lief der Office. Geht's mal wieder in der Außenarbeit. So, wo ist die Dame? Ich will meinen Screwdriver benutzen bei dir. Was? Bitte? Fix der Outlet. Was ist denn der Outlet? Ah, gute Frage. Die Tür? Den Schuh ist, wir wissen, das muss irgendwas Elektrisches sein. Das kann eigentlich nicht sein, oder? No. Ah, das ist eine Fusebox, okay. Also, machen wir erstmal die Bude aus hier. Aus die Bude, ja. Alter, das ist aber wirklich haargenau, dass du treffen musst hier. Hm. Okay. Ja, ist halt ein bisschen wieder zum Zeitpunkt. Turn the TV on. Wo ist hier der TV? Turn on the TV. Oh, da steigt auch nicht drin, du. Das ist das Problem. Das wäre jetzt geil. Okay, das ist nicht das Problem. Nein. Dann den scheiß Stecker raus. Ja, du musst aber sehen, du hast den Stecker reingesteckt und alles Sicherung rausgemacht, ne? Naja, alles gut. You may notice a couple of similars between switches and outlets. There are bit... Ach du Scheißengleister. Na, plus minus Masse. Ja, na dann, das wird interessant, Jungs. You need a screwdriver, habe ich doch dabei. Mach auf die Bude. Ja. So. Krass, wie du das alles auseinandernehmen kannst. Warum haben die in jeder Bude keinen. Was ist doch also? Haben sie vergessen anzuschließen. Ja. Haben sie aber erst gemerkt, also. Dass wir ja auch drin gewohnt haben und kein Fernsehen gucken können. Okay. Der Alte wollte gute Zeiten gucken, es ging nicht und da ist drauf gekommen, scheiße, Fernseher ist kaputt. Soll ich ja. So, mach ran, Klassiker. Die Bude. Mach ran, die so. Bude, ja, Problem. Nehmen wir mal die Kabel heran. Das ist rechts. Mach zu. Der Schumpfunker hat gerade für sich einen neuen Berufszweig entdeckt.
Oder Nebenkanal noch weitermachen. Elektriker. Ja, mache zu, die Bude. Ja, auf jeden Fall. Mach rein. Schraube zu. Dicht. Gut. Return. So, nimm mit den Stecker. Stecker ein, die Bude. Gut. Also. Geht. Was ist noch hier das Problem? Turn the lamp on in bedroom. Okay, wo ist der bedroom? Door closed. Da geht's raus. Wo ist dein Schlafzimmer, Madame Mensch? Müssen wir wissen, wo das Schlafzimmer ist. Gibt's doch auch ein Schlafzimmer, ja. Ach, hier ist ein Schlüssel, Schlüssel, hier. Der mysteriöse Key. Die haben schöne Wohnungen, ja. Steht da bestimmt drauf, was verschlüsselt ist, oder? Ja, das ist. So, meine Lieben, es ist hier wieder, hm? Sleep Room. Was ist hier wieder los? Müssen wir hier wieder. Das Bild hat bestimmt keinen Strom. Check it, diffuse it turned on. Ja, das ist mir hier bewusst. Ja, Menschenskinder. Okay, krass, da musst du erst. Oh Gott. Noch ein Bruder. Ich seh das gar nicht, drückst du schnell. Steht da dran, was Schlafzimmer ist und so? Nee, leider nicht. Alles natürlich scheiße. So, dann gucken wir mal erstmal Fernsehen hier, ob da jetzt läuft. Da läuft. Da läuft, Fernsehen, gute Zeit, kann wieder kommen. Oben ist gerettet. Ich sah das doch gar nicht, wenn ich so drücke. Wie soll ich das sehen, ob da das geht oder nicht geht? Es geht doch aus Licht. Dann ist das nicht das Problem, ich sag doch, Deldu, Batterien alle. Was so? Welches Licht geht eher nicht? Aha. Nachtisch. Willst du mich verarschen? Weil, wo sich die Stecker dann nochmal hinzieht. Ah! Okay. Die muss ich ändern. Ändere es. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt wieder raus, meine lieben Freunde. Es könnte natürlich ja einfach mal, also ich meine, man sei Elektriker, aber es könnte ja einfach sein, dass man die Klipper von der Lampe kaputt wäre, zum Beispiel. Also es muss ja nicht immer gleich sein, dass die Steckdose nicht auch geklemmt ist. Nee, da muss ich ja was zu tun haben. Ja, natürlich. Es ist immer gleich, dass die Steckdose nicht auch geklemmt ist. Hundertprozentig ist es ja. Das ist schon geil, ja. Vor allem immer dasselbe, ne? Die Kabel liegen einfach drin. Der Elektriker hat es ausgebaut und den ist verklagen. Das, die Firma, die ist... Das ist... Auf! Ran den Knopf. Ne, das war der falsche. Raus. So, gelbe her. Aber mit der Kameraführung mal schon ein bisschen tricky, oder? Das ist auf jeden Fall. Rot. Ne, warte mal. Alter, man sieht's aber auch nicht. Ne, doch, passt. Und jetzt noch blau. Alter. Sehr gut. Mache zu. Gut. Zu die Bude. Zu die Kuchenbude. Stecke Ei den Knips. Ab. So. An das Bude. Zack und zack und zack. Und zack, und zack, und zack. Uah. Fernsehen wieder an. Und an die Lampe. Wir haben irgendwo noch eine Steckdose. Was fehlt noch? Da krass, dass immer Steckdose sind, ne? Hm. Kann man besonders sein, was cool ist. Haben wir noch irgendwo eine Steckdose, die nicht funktioniert? Woher soll man das eigentlich wissen, dass die nicht funktioniert? Da muss ja irgendwo ein Gerät sein, das man nutzen kann. Du bist Elektriker, das musst du halt einfach wissen. Ja, dort vorne an der Küche sind noch zwei. Das könnte sein. Also richtiger Elektriker, hat's gewusst. Ja. Das stimmt natürlich. Jo. Mach auf die Bude, ja, komm.
Was ist jetzt noch, was fehlt? Ach so, vielleicht ist er ein Schalter. Okay, das müssen wir jetzt ausprobieren. Das sieht es halt einen, das ist total bescheuert. Ja. Okay, das ist okay. Nein, ist keine schlechte Idee, aber noch ein bisschen ausbaufähig, sag ich mal, das Ding hier. Was ist das für eine Lampe? Ist das da draußen? Keine Ahnung. Das ist nichts, du siehst dann einmal, von welcher Lampe das ist. Nee. Ah! Ja. Mensch. Ihr mit eure Bläden. Ihr mit eure Bläden Steckdüsen. Steckdüse. Vielleicht ist es höher, wenn du dein Bad hast. Kriegst du, hast du eine Gewisch gekriegt oder was? Aber volle Kanüle. Ach du Scheiße, das machst du wieder vermisst. Vor allen Dingen, weißt du, was das Bescheuerte ist? Ich muss ja dann jedes Mal wieder den Fernseher ausschalten, jedes Mal wieder die Lampe ausschalten. Ja. Obwohl, ich kriegst, wenn du mehr Aufgaben gemacht hast, kriegst du dann bessere. Kriegst du, kannst, darfst du mal einen Schalter reparieren oder sowas. Darfst du mal einen Schalter reparieren. Also machen wir jetzt, das machen wir ja. Leute, jetzt ist es soweit. Die Mucke. Übel. An den Knüppel. Ah, das wurde ja nicht angezeigt, oder? Ne, doch so ein bisschen. Gut, ist eigentlich offensichtlich. Ja. Was ist offensichtlich? Schraube rein, Deckel drauf. Schlüssel bei der Alben. Strom an. Und dann ist hier Licht im Dunkeln. So. Hören die TV an, was nochmal? Ein Ding. Aber da gibt es ja keine. Nee, Sondersachen gibt es gar nicht so richtig. Fort. Lock off, lock ich den Job beendet. Ja, easy. Junge, easy. Der Elektriker, ich sag's doch. Easy. Gibt doch bestimmt gleich eure Handynummer. Ja, ich war zu gelegt von dem Scheiß, dass man zwei Steckdosen angeklemmt hat, weil es nicht geschnitten hat. Das war Elektriker Scheiß geworden. 240 Dollar. Sei 200 Zahne, 220, sei 203 Dollar. Boah, der ist mich satt. Also mit drei Kolbe sauber schließt keiner. So, einen Job nehmen wir noch an, meine lieben Freunde, und dann ist unser Rentenalter erreicht. Dann kannst du eigentlich Equipment kaufen? Ja. Gänger, okay. Kann ich. Was machen wir denn hier? Connect the Switch. Aha! The Switch! Nochmal kaputt, der Switch. Sensor in Bathroom. Ah, okay. Und wir machen jetzt einen Sensor, das ist mal interessant. Mach das Switch und den Sensor. Komm, jetzt ziehst du durch jetzt. Komm, das Kabel her. Das kaufen wir jetzt. Brauchen das. Oh. So, ist es wieder hier bei mir. Okay, take items do you need for the job. Ja, musst bestimmt dein Auto laden, oder? Ja, aber was brauche ich denn noch? Brauche ich. Warte mal. Plantlower. Turn on. 20 Meter Kabel. Ich wollte kurz hören, aber was anderes wüsste ich ja nicht, was ich jetzt hier. Da kannst du noch Kabel kaufen, oder? Wenn ich es richtig sehe. Aber wie viel? Steht ja nicht, wie viel Kabel ich brauche. Naja. Connect the switch to powers. Ach, ich Power Supply. Schon, sure, keine Ahnung. Ich glaube, du hast ja. Achso, buy all, du musst da unten auf kaufen gehen erst. Ach, aber da würde ich vielleicht mal nicht 19 kaufen. Gut. Okay. Das haben wir alles da. Man muss einmal ein bisschen auf Reserve haben. Ja, 5 Kilometer Kabel. Braucht keine Sau. So, here's the last most challenging type of job, guy. Wir legen jetzt Kabel. Das ist mein Ding. Connect the switch to power supply. Turn on heat lamps. A secret passage? Die Mucke, Alter. Übel. Übel beruhigend, passt überhaupt nicht zum Spiel. Fusebox hide and seek. You need a key. Ach Gott. Oh, ganz in den Dunkel, Alter. Nichts. Oh, Entschuldigung. Du needs the key.
Habe ich doch. Hab doch gerade einen. Kannst du mich rollen? Bim, bim. Hoppala. Hoppa. Ich hab doch gerade einen. Na gut, okay. Also ist das hier auch Cannabis Plantage oder was? Smoking. Müsste bestimmt ja auch die Belüftung von der Cannabispflanze anstellen. Ja, ja, so richtig. Ja. Bin noch gerade ein bisschen. Ich hab doch nur gerade einen Schlüssel aufgenommen. Willst du mich rollen? Aber da geht vielleicht dort nicht. Du stehst nicht auf den Schlüssel, was du. Da stand doch Fusebox. Ja, du drückst. Ich sah das nicht so richtig im Stream. Okay. Was ist denn da? Gucken im Menü oder so? Ich weiß halt nicht, ne. Ich hab akkerisch das Menü. Boah, ist ja so ein Werkzeug da schon mal aus. Haben wir auf jetzt. Wenn's so wäre. Hab ich M, N, O. Ja. A key for opening the fuse box. Okay, naja. Vielleicht muss ich so. Ach, vielleicht muss ich das so machen. Und dann die 2. Ach du, ihr eletten Arschlöcher. The fusebox is now open. Pick your cable, son. And try to connect one of the fuse to lights. Oh Gott, das wird übel. Ach du Scheißendreck. Okay. Also. Da kommt Freude auf, sagt ihr. Kurbel rein hier. So, ran mit die Kurbel. Nee. Aus, Junge. Deine Gewicht gekriegt. Also. Was ist denn das? Will ich ja nicht. Ach, in der Wand oder was? Ah. Ach so, okay. Sehr interessant. So, Kabel verlegt. Auf der Wand vor allen Dingen. Ach so, auf. Okay, ich dachte das vielleicht. Auf der Wand ist verrückt. Das kann schon noch verrückter, weißt du das? Ach du heiliges Mütterchen. Okay, mache aus. Ja. Laserstrahl. Warum kann ich den von hier nicht? Geht nicht. Aber warum? Zu lange Leitung. Aber ich muss ja hier haben. Na gut, wie viel Kabel gekauft hast. Wenn ich das jetzt so sah, du. Muss ich vielleicht eine zweite Leitung legen? Denkst du? Ich weiß es nicht. Aber wohin? Da oben kannst du nicht hier. Auf der anderen Seite? Da hinten an der Wand? Nee, auf der anderen. Ja, da irgendwo? Nee. Ja, aber da habe ich ja nicht, wo ich. Die Lampen verbinden geht nicht? Nee, das geht nicht. Oben, also. Oder brauchen wir hier einen zweiten Schalter? Ist da irgendwo Schalter noch einer? Nee. Das kann doch ja sein. Das ist okay, Schalter. Okay, es ist manchmal nicht ganz durchsichtig, was du machen sollst, wahrscheinlich. Und vielleicht müssen wir das so neu irgendwie mal sehen. Du bist einfach wild verlegen, was sollst du? Hauptsache nur. An der deine Bude. Hauptsache Job ist gemacht. Oh, sei so connected. Alter. Ja, warum nicht? Schön als Preis gewinnst, nicht? Mach an die Bude, ja. Das Kabel hier wild. Das geht schon. Wild verlegt. Das geht schon. Man muss einmal ein bisschen. Offen sein, Freunde. Das ist alles. Aber da kann er bis Plantage eh scheißegal. Ja, weiß ich mehr. John Ott Heatlamps. Okay. Ist das eine Heatlamp? Das ist eine Kamera, oder? Nein, eine Hitzelampe. Hitzelampe ist wirklich wie Plantage, weißt du das doch? Ich will Drogen einbauen, ich weiß das. Ich sehe das schon wieder, die.
Okay, hier ist irgendwie. Oder muss ich dann mal. Turn on the Hitler. Aber ich habe die doch verbunden. Na gut. Okay, ich muss auf alle Fälle hier raus. Das ist soweit richtig. Aber ich muss wahrscheinlich solche Connect-Punkte nehmen hier. Ja. Die Mini-Purple-Connect-Punkte. Okay. Dim. Okay, nee. Mach mich fertig. So schön wie es ist. Was ist denn jetzt hier das Problem? Fickte Scheiße. Na. Das ist doch jetzt noch angeschlossen. Oder ist noch hier die Glühbirne kaputt? Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ob du das, also ob das deine Aufgabe wäre. Oder muss ich noch woanders schieben mit dem Kabel, ja? Denke ich mal. Ich denke, ja. Ein Keyboard ist ja wieder so ein Ding, das müsste jetzt ja auch kaufen müssen. Und das ist ja nie kaputt, das sind immer nur Steckdosen oder Schalter, das sind nie die Glühbirne kaputt. Das stimmt. Was ist jetzt hier? Mal zeigen. Welche ist es? Die. Ja, alle hier irgendwie. Aber die waren doch an. Ja, jetzt irgendwie nicht mehr. Mensch, was machst du denn wieder? Die ist ja an. Die zwei nicht. Muss bestimmt die zwei jetzt in einem anderen Ding. Ja, aber. Weschi. Das ist richtig. Ach, es kann natürlich sein. Das. Alter, was ist hier jetzt los? Ich sah die Kabel nicht mehr. Ah. Ich hab mal halt eine gewischt. Ja, du nicht so. Habt ihr aber nicht ganz so. Mensch. Die Strom, ja. Tja Leute, ich bin gerade überfragt. Wieso nicht? Ich denke, du musst einen zweiten. Ich muss die Lampe noch stecken hier, von dort, von dem out. No. Aber. Das. Ha. Ja, ist schon ein bisschen komisch irgendwie alles. Die Musik, ne. Übel. Ja, da war mal jetzt ehrlich, also. Na gut, es ist Simulator. Okay. Ich verstehe, ich hab die angeklemmt hier. Hm,
Ich sehe es. Naja, du bewegst dich schnell. Ja, aber ich glaube, du musst die woanders erklimmen. Ich habe aber du brauchst ja bestimmt einen anderen Schalter dazu. Ich habe doch aber nur einen Schalter. Guck mal auf die andere Seite. Ja, hier. Nee. Und nochmal. Irgendwie musst du das bestimmt, weil die hängen ja extra, weißt du, ich meine? Also, ja, ja. Ich weiß nicht, was du meinst, aber das. Warum hast du vielleicht falsch angeschlossen? Es ist ja an sich hier, eigentlich hast du ja eine linke Taste. Du hast ja zwei Schalter, ja, ja, ja. Genau, eine rechte Taste, aber der rechte, hier, siehst du das? Ja. Ach doch. Oh ja, Gott. Jetzt. Oh Gott. Okay, krass. Okay, oh jetzt habe ich. Ich habe auf den Schalter gesehen, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit ja gewusst, dass es zwei Schalter sei, aber ich dachte, wenn du Emil drückst, aber du musst rechte Maus, also ich dachte, du guckst drauf und dann machst du mit linke Maustaste. Aber du okay, machst mit linke Maustaste nur linke. Da muss ich aber schon genau hin. Also, übel. Okay, jetzt sehe ich die erste, okay, ja, stimmt. Ich dachte, das war eh großer. Das ist übel, oh Gottes Willen. Okay, krass. Naja, gut, aber hast du erledigt. Jawohl, Geld ran. Kohle, Baby. Easy, mein Freund. Ja, easy. Ja, da muss ich aber sagen, von allen Simulatoren, die wir bis jetzt gespielt haben, finde ich den am schlechtesten bis jetzt. Ist ganz nett, Ich finde ihn sogar ganz witzig, weil das... Ja, echt? So ein bisschen Workbench. Ich finde es ganz interessant, aber es müsste halt... Die Steuerung ist halt wieder so ein bisschen... Ja, gut, das ist bei den Simulatoren... Aber ansonsten... Finde ich den gar nicht so schlecht. Aber naja, meine lieben Freunde. Wenn euch auch ein Licht aufgeht... Dann haut mal schön dem Abo-Button eine drauf, bis er glüht. Ich fand's echt interessant. Ich mag solche eigentlich, also ich weiß nicht, ich mag eigentlich so Isolationsspiele nicht, aber in der letzten Zeit haben wir so viele probiert und ich muss sagen, so für zwischendurch ist es echt nett. Also man kann sich, also es ist jetzt nichts, was ich jetzt mich übelst drauf festfahren könnte, aber ich kann die Faszination irgendwo verstehen. Ja. Sag ich's mal so. Fand ich geil. Hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, schreibt's rein. Schreibt rein, ob ihr mehr Simulationen hier auf dem Kanal sehen wollt. Das kommt ja eigentlich auch bei euch relativ gut an. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Genau. Tauscht mal eure Clippern aus. Drückt den Lichtschalter-Button. Und bis zur nächsten Simulation. Danke fürs Zusehen. Tschö mit euch.